alles genommen. Hey, Shira. Ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläge, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennt sich selbst Bluthunde. Niemand wird sie vermissen, wenn du ein paar Dutzend von denen abservierst. Warum hast du denn noch nichts gegen sie unternommen? Ganz ehrlich? Weil ihr Schwarzmarkt unsere Soldaten bei Laune hält. Und sie fressen wenigstens nicht ihre eigenen Kinder, die Rebellen, gegen die wir kämpfen. Hab ein paar getroffen. Es ist anders. Das ist nicht fair. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute. Du hast hier nichts zu suchen. Was hat der alte Kerl getan? Irgendwas stimmt hier. Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde! Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier direkt. Was zur Hölle geht da draußen vor? Okay.
steckt Jakob. Schöne Augen. Hey! Wow. Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Ist lange her. Kennen wir uns? Verdammt! Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. She-Ra, ich habe Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu... Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen, es gibt viel zu erzählen. Tagebuch. Alles hat seinen Preis, auch für Veränderte. Hey!
Wie sollen Händler ohne Zuschüsse zurechtkommen? Die ECA. Sieht nach alten Berichten aus. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, na bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war Seth. Was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist der nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, pass doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. Shira. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. Shira! Da sieh mal einer an. Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt's einen Grund. Ja, du bist. Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Hilf mir, das zu verstehen. Am Tag der Landung hat der Sturm Cuthbert zerrissen. Mich nicht, warum? Warum wurde ich... Verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu... scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zähmen.
sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hey, warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wie ein Erdbeben, oder? Wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren! Unterwegs. Los, los, los! Hey, falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt, ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief, wir rannten um unser Leben, ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss, ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpft ihr diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können. Weiter. Da draußen ist es übel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Shira, ich habe noch 30 Jahre an Fragen. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alles eine Antwort habe, weiß ich nicht. Was ist denn passiert? Die Rebellen haben sich durchgetunnelt und die verdammte Front in die Luft gejagt. Wenn du den Nachschubweg nicht öffnest, sind wir erledigt. Keine Sorge, ich schlag mich schon durch.
sieh dir meine Ware an. Du findest garantiert ein Stück davon. Komm, ich staune mein tolles Sortiment. Ein andermal, Mister. Ich hab einen echten Scheißtag. Ah, für uns alle weht ein rauer Wind. Komm, einen Schluck heißen Tee. Recht bescheidenes Angebot. Oh, beachte diesen Krempel gar nicht. All die guten Sachen sind... Hättest besser gezahlt, Alter! Du bist verändert? Wusste ich nicht. Ist mir egal. Er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen. Hab nur Befehle ausgeführt. Wessen Befehle? Barker! Der Anführer der Bluthunde! Er will alle Händler in Rifttown ausschalten, die nicht für ihn arbeiten! Echt mieser Tag. Meine Waren an. Mir fallen tausend Gründe ein, warum ich morgen nicht hier sein werde. Angst machen mir nur die tausend Gründe.
Prefekt Jakob. Schöne Augen! Shira, ich habe Jakob rausgeholt. Ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen, es gibt viel zu erzählen. Stell Kuchen von mir. Irgendwie laufen wir immer mehr. Da steht was. Irgendwie laufen wir. Was haben wir? Vorsicht, Outrider. Da draußen ist es übel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Shira, noch 30 Jahre an Fragen für dich. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alles eine Antwort habe, weiß ich nicht.